Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein KfW-Schloss. Es ist ein Schloss mit einem U-Stulp. Und es geht jetzt eigentlich nicht um das Schloss, sondern es geht hier um eine Verriegelung. Und zwar um diesen Bolzen hier. Der hier ist dieser. Der hat nämlich folgendes Problem. Und das kann man hier schon sehen. Der ist abgerissen. Wenn ich jetzt also hier schieße, bewegt er sich nicht, aber die Schiene bewegt sich hier. Das habe ich eigentlich ganz, ganz selten, aber das kommt mal vor. Okay, was kann ich machen? Muss ich das wegschmeißen? Nein, muss ich nicht. Ich nehme diesen Bolzen jetzt hier einfach raus. Mal gucken, ob der so freiwillig kommt. Den muss ich mal eben rausschlagen. Und dann mache ich Folgendes. Ich bohre hier ein Loch rein. Und setze eine Schraube hinter und kann ihn dementsprechend wieder festsetzen. Oder ich gucke mal eben nach, ob ich einen habe und dann setze ich den dementsprechend, niete ich den da ein. So, ich habe den jetzt hier rausgenommen. Und der ist tatsächlich einfach weggerissen. Gut, ich gucke jetzt mal eben nach, ob ich was habe und wenn nicht, dann kommt da ein anderer rein. Ich habe hier diesen neuen jetzt. Kann ich da jetzt reinsetzen und dementsprechend auch gleich verbauen. Das heißt, er wird jetzt gleich umgedreht, von hinten vernietet. Ja, und dann ist er dementsprechend fest und man kann das wieder benutzen. Also wenn man hier schließt, dann bewegt er sich immer mit. Wie gesagt, da muss ich nochmal eben schnell vernieten. Das ist ja noch locker hier. Und dann ist das Schloss wieder einwandfrei und man kann das wieder einbauen. Ja, das war's dann soweit erstmal von meiner Seite. Alles Weitere steht dann unter der Videobeschreibung.